Änderung. Guten Abend und herzlich willkommen zu Project 52 Live. Mit der Woche, wo ich gespannt bin auf eure Themen, also auf eure Fotos. Hi, Susan, Su. Das Thema war Sommer. Da jetzt ja bald die Sommerferien anfangen oder schon angefangen haben in gewissen Kantonen. Aber ich glaube, Zürich startet diesen Freitag in die Sommerferien, meinte ich. Oder haben die schon angefangen? Was auch immer. Auf jeden Fall ist das Thema Sommer. Ich würde da gerne gerade starten und den Bildschirm wechseln auf die Project 52 Instagram-Seite. Und jetzt bin ich schnell selber. Okay, neue Freigabe. iPhone, ich bin nicht. Ah, ich muss auf Bildschirm teilen gehen. Okay, also. Ich sehe, ich bin schon zu lange nicht mehr. Bildschirm freigeben. Also. Wieso sieht er meinen Screen jetzt nicht? Bildschirm. Ah, ich muss mal schauen, ob ich da irgendwie noch die. Ah, ich habe die Instagram-Seite hier hinten, ist sie versteckt. Mal schauen, ob er sie jetzt findet. So. Also, alle guten Dinge sind drei. Ja, hier kommt die Insta-Seite. Super. Wir starten frisch und munter. Ich mache den Screen ein bisschen größer. Seht ihr alle die Bilder auf der Instagram-Seite? Sehr gut. Dann gehe ich gleich mal zum ersten Bild. Das kommt mir irgendwie verdächtig mehrmals fotografiert vor. Aber was ich schon weiß, es ist das Matterhorn. Das ist so ein relativ bekannter Berg in der Schweiz. Es gibt aber zumindest Schweiz-Kandidaten, die nicht wissen, wie dieser Berg heißt. Und es ist nicht der Toblerone-Berg. Und der See vorne ist auch bekannt wegen der Spiegelung. Aber ich glaube, die Geschichte hinter dem Bild dürfte uns mehr interessieren als das Bild selber. Weil es hat eine wunderschöne Stimmung. Ich denke, Morgenstimmung vom Licht her. Wir haben noch die Ruhe selbst. Wir haben fast eine glatte Wasseroberfläche. Und die Person ist, glaube ich, schon voll parat, um etwas dazu erzählen. Patrick, ist das Foto von dir? Das ist von mir, ja. Und das ist morgens früh entstanden. Also wir sind da um 2.30 Uhr aufgestanden, haben noch Sterne fotografiert. Und das war dann die frühmorgendliche Stimmung am Stellisee in Zermatt mit der Spiegelung des Matterhorns. Und die Pinkfarbe, die kommt eigentlich noch bevor dann wirklich die Sonneneinstrahlung so ist, dass dann der Himmel wieder blau wird. Und das hat mich fasziniert und da habe ich es fotografiert und das Ergebnis seht ihr hier. Also das ist kein Kreativfilter, den du da angewendet hast für die Farbstimmung. Es ist wirklich, du bist aufgestanden. Genau, und es hat sich auch gelohnt. Also ich habe auch die Milchstraße gesehen. Ja. Ja, bei Matterhorn auch mit Sternen, Matterhorn ohne Sterne, Matterhorn weiß ich mit was. Also es gibt dann auch eine Sequenz, wo dann der Spitz einmal schön belichtet ist und dann das alles runterkommt. Also es ist einfach ein Ausschnitt aus einem Morgenerlebnis da am Stellisee und das war wirklich sehr schön. Okay, gab es sonst noch viele Fotografen zu dieser Uhrzeit am Matterhorn, an diesem See oder warst du mehr oder weniger einzig? Du warst allein. Okay. Ja. Du hattest also wirklich alle Ruhe, dich die Position zu finden, alles schön zu positionieren. Genau. Gängig sind Fotos, die noch so zwei Steine im Vordergrund haben. Das wollte ich aber nicht, weil dann das konkurriert das Matterhorn in meiner Optik zu stark und ich habe daher diesen Standpunkt vorgezogen. Das macht auch jeder mit den Steinen im Vordergrund. Das ist so, wieder das Bild vom Matterhorn mit dem See. Das ist genau. Du hast hier doch ein bisschen Stein noch reingenommen, dass man ein bisschen noch so eine Ebene drin hat, aber nicht im störenden Bereich. Ja, genau. Es konkurriert das Matterhorn nicht. Warst du schon mal in der Nähe vom Matterhorn oder ist das das erste Mal, wo du dort gewesen bist? Nein, ich bin nicht das erste Mal da, aber ich war schon lange nicht mehr. Und das erste Mal so richtig mit Fotomaterial, nicht? Das war schon das erste Mal. Ist es beeindruckend gewesen, so das erste Mal, oder wo du jetzt wieder aufgegangen bist, so vor dem Berg aller Berge zu stehen? Oder wie hat das auf dich gewirkt, das Matterhorn? Also außerordentlich magnetisch. Ich weiß nicht, wie viele Matterhorn-Fotos, einmal mit Wolke, einmal ohne, einmal morgens, einmal mitten in der Nacht mit Sternen. Also das hat schon eine gewisse Magnetwirkung und es ist halt einfach in der ganzen Region, es ist einfach der einzige Berg letztlich. Ja.
der so hervorsteht. Und dann ist er einfach grafisch, finde ich den schön. Ja, ist ein wunderschön. Also ich war tief beeindruckt, wo wir vor einigen Jahren das erste Mal dort waren. Weil man sieht ihn ja nur von den Postkarten, wenn man dann wirklich live vor sich hat, dann ist er einfach noch viel eindrücklicher und imposanter, als man sich jemals kann vorstellen. Ja, ja, also mich hat das beeindruckt und hat mir auch Spaß gemacht. Sehr gut. Wunderbar, ich danke dir, Patrick, für den Beitrag. Ich husche mal ein Bild weiter zu einem Bild, das irgendwie auch das Matterhorn in der Nähe sein könnte. Ich sehe jetzt aber mehrere Elemente. Ich sehe das Matterhorn eher so im Hintergrund, einen See, das dürfte wahrscheinlich der gleiche See sein, wie Patrick das Foto gemacht hat. Und im Vordergrund dürfte die Fotografin, die das Foto gemacht hat, auch auf dem Foto sein. Und das alles kombiniert, finde ich noch spannend. Wir haben jetzt schon noch zwei Bilder, die aus der Schweiz sind. Ich denke, dass man in diesem Jahr vielleicht ein bisschen mehr Ferien in der Schweiz verbringt. Auf der einen Seite gezwungenermaßen, auf der anderen Seite auch zum Entdecken, wie viele schöne Orte es in der Schweiz gibt. Ich glaube, Susan ist nicht... Jawohl. Doch, sie ist Mama. Da. Jawohl. Genau. Susan, erzähl uns mal, ist es der gleiche See? Stellisee? Ja. Also das ist der gleiche See. Was ist denn das für ein Monster-Rucksack, wo du da mittragst? Schaut das wie so ein Velokurier oder so? Das ist der Rucksack, den ich in Venedig schon, gell? Ich dachte mir, dann komme ich bekannt vor von der Farbe. Genau. Ja. Wir waren dieses Wochenende in Zermatt und waren zuerst eine Nacht auf der Flualp. Ja. Und der nächste Tag wäre eigentlich am Riffelsee geplant gewesen. Das ist der See mit der schönsten Spiegelung anscheinend, aber das Wetter war dann schlecht. Hab ich mitgespielt. Ja, und nachher war es dann wieder besser. Okay. Ja, genau. Und von der Tageszeit? Eher so gegen den Mittag herum? Ja, eher gegen... Früher, schon, später morgen? Nein, 15 Uhr so. Also später Nachmittag. Okay. Wir sind abgefahren von Zürich nach Täsch und dann nach Zermatt und dann geht es mit der Zahnradbahn hinauf nach Sunnenecke und dann mit der Gondel nach Blauherd und von dort her muss man dann etwa 45 Minuten auf die Flualp laufen und dann hat es dort ein Haus zum Übernachten. Ja. Okay, das heißt, wenn du am gleichen Tag anreist, dann bist du nicht vor am Nachmittag oben eigentlich am Matterhorn. Ja, das genau. Von der Strecke her. Und als wir am See vorbeigelaufen sind, hat es eben leichten Wind und dann hat es ja keine Spiegelung im See. Okay. Ja. Da gibt es ein bisschen Wellenbrechen. Jetzt sehe ich gerade für die neue Samstagklasse. Joe, hörst du mich? Oliver sagt, er kommt nicht ins Zoom-Meeting. Kannst du ihm vielleicht, also hast du die SMS von ihm oder nicht? Die Kontaktdaten? Oder sonst schreibe ich ihm nachher kurz, dass er gleiche ID wie immer. Ich hab auch was bekommen. Ja. Ah, okay. Okay. Was soll ich ihm schreiben? Ich schreibe mir jetzt gerade zurück die gleiche Adresse, ja. Ich glaube, er hat Link. Ja, okay. Die gleiche. Okay, gut. Also schauen wir, ob er sich noch dazuschalten kann. Da muss ich nichts machen, gell, Roberto? Ja, schauen wir mal, ob er dazu kommt, Joe. Danke, Joe. Okay. Susan, hast du diesen Rucksack umfunktioniert zum Fotorucksack? Hast du da wirklich Fotoequipment reingetan? Oder ist es mehr der normale? Okay. Also hast du irgendwie ausgepolstert oder so mit so Inlays von... Also es sind Objektive drin und es ist auch für eine Übernachtung meine Sachen drin, ein Necessaire und man muss ja auch noch ein Badetuch mitnehmen für die Etagendusche. Okay, du hast alles in einem Rucksack dabei, sehr cool. Ja. Und ich sehe schon, ihr seid schon richtig eingeschossen auf das Thema, das dann kommt Ende Juli, Anfang August, weil, wie schon versprochen, das Thema heißt dort meine Schweiz, also wartet noch mit Bildern von der Schweiz, aber ich finde das schon sehr cool, weil es sollte ja ein CW-Foto-Wettbewerb kommen, der im August startet und das Thema wird dort sein, meine Schweiz ist ein riesengroßer Fotowettbewerb, der dann kommen wird von der CW Deutschland organisiert, aber der kleine Ableger davon ist dann meine Schweiz. Gut, Ladies and Gentlemen, vielen Dank für deinen Beitrag, Susan, ich gehe mal ein Foto weiter und ich weiß nicht, von wem das Foto ist, aber ich bin begeistert und zwar wegen der Lichtstimmung, weil das Problem ist immer, wenn ich von Licht rede oder wenn wir allgemein von Licht in der Fotografie reden, ist es ja das,
dass es überhaupt braucht, um ein Foto zu machen. Ohne Licht können wir kein Foto machen, weil sonst wäre es nur dunkel. Aber das Licht an sich, wo es herkommt, die Richtung, die sehen wir relativ selten. Die sehen wir in solchen Fällen, wenn es so durch die Wolkendecke bricht oder zum Beispiel in der Kirche oder wenn das Licht schräg einfällt im Wald. Und das gibt natürlich ganz eine spezielle Stimmung. Wir haben auf der einen Seite diese Wolkendecke und auf der anderen Seite dieses Licht, das so schräg einfällt, in dieses Tal reinfällt. Und das schaut so ein bisschen aus, als ob es irgendwie 5 Minuten entfernt wäre in der Region, aber gleich irgendwie so Richtung Matterhorn, aber eigentlich ist es irgendwo anders. Jetzt weiß ich nicht, von wem das Bild ist. Ist der oder die anwesend, der dieses Bild geschossen hat? Das ist von mir. Von Peter? Ja. Genau. Ist nicht Region Matterhorn, oder? Nein, es ist im Berner Oberland. Aber das Berner Oberland ist schön, sagt man ja, oder? Genau. Aufgenommen von Heiligen Schwendi heißt das. Das liegt oberhalb am Thunersee. Ja. Oberhalb Hilterfingen. Und also dieses Phänomen, also bewusst wahrgenommen und dann fotografiert, dann hat sich das so ergeben, diese Lichtstrahlen auf dem Foto? Ja, es war am Abend Gewitter angesagt, Gewitterstimmung, und das war wirklich schön. Es hat dann der Geschmack und man riecht dann die Natur schon fast, wie alles so frisch ist. Und nachher kam die Sonne wieder durch und diese Stimmung, die ist einfach, ich liebe das. Das ist wirklich, ist Wahnsinn. Ich sage noch wirklich Natur in aller Wucht, oder? Und mit diesem Bild zusammen dann noch das Riechen der Natur, das ist wirklich einmalig. Ich mag das sehr. Ja. Also hast du mit allen Sinnen das Foto sozusagen geschossen? Ja, genau. Also nur schon, wenn ich es jetzt wieder anschaue, dann ist irgendwo dieser Geschmack immer noch in der Nase. Ist noch spannend, dass uns das viel länger bleibt als andere Faktoren. Also einfach dieser Geschmack, also der Geruch an etwas, genau. Ja, es hat epische Wirkung, das Bild hat, weil die Sonne das so modelliert, die verschiedenen Lichtstreifen und so, die dann auf die Erde fallen. Ja, man sagt ja auch, wie frisch gewaschen, und das trifft es hier wirklich so wirklich aus, wie einmal durchgewaschen. Ja. Einmal Staub abgewaschen, Sahara-Staub, sehr schön. Hast du schon mal so ganz groß irgendwie ausgegeben oder so, das ist wirklich so, ich sag's mal A3 oder noch größer, so von der Wirkung her? Nein, bisher noch nicht. Ja. Könnte mir vorstellen, es könnte noch recht cool ausschauen. Gut, ich danke dir, danke. Peter, für dein episches Bild. Oh, da haben wir was Süßes im doppelten Sinn vom Wort. Ich bin absolut kein Botaniker. Also entweder das sind Walderdbeeren oder sind diese komischen anderen Dinge, die zwar wie Erdbeeren ausschauen, aber noch nichts schmecken und irgendwie die Imitation von denen sind. Aber von den Blättern her könnten es Erdbeeren sein. Was sehr schön ist, finde ich, die ganze Schärfengeschichte. Wir haben mit einem rechten offenblendigen Porträt 3.5 gearbeitet auf 125 Sekunden, 54 mm. Und natürlich an einer Vollformat gibt es sehr schöne Tiefenweg. Ich kann mir vorstellen, dass das Blättchen hier im Vordergrund, also sprich, dass das Blatt hier im Vordergrund ist, dann hat Lenker auf die, sagen wir jetzt mal, Erdbeeren scharf gestellt. Und dann gibt es aber sehr schnell wieder einen Schärfensprung nach hinten. Und wir haben hier auch schön diese verschiedenen Bokeh, die sehr schnell weitere Erdbeeren sein werden. Aber da kann uns vielleicht Lenker ein bisschen mehr dazu sagen. Ist dieses Blatt hier im Vordergrund? Genau, das ist ein Blatt. Ja. Und haben wir hier nochmal Erdbeeren? Hier habe ich noch was Rotes und hier auch so, oder? Nein. Dort war ein anderes Blatt und dort ist das eigentlich ein bisschen überbelichtet. Ah, okay. Und das war, ist das im Wald, ist es in Waldnähe aufgenommen worden, das Foto? Nein, das war ein Hügel mit verschiedenen Blumen und solche Sachen. Also okay. Und wie war es vom Dings her? Also, hat es ein bisschen gewindet oder war das problemlos, dass so scharf, also es schaut wirklich gestochen scharf aus, die Erdbeeren? Hat es nicht groß gewindet? Ja, das eigentlich, Wind war ganz stark, also ich musste etwa 30 oder 40 Versuche machen. Bis das Bild so geworden ist. Ja. Das Spannende ist, dass das sind die 29 Bilder, die wir nicht sehen, oder? Weil wir zeigen nur das eine, das was gelungen ist, aber der Aufwand hinter einem vermeintlich unaufgeregten Bild am Straßenrand eine Erdbeere zu fotografieren, da denken viele, das ist ja nicht so schwierig, aber es gibt so viele Faktoren, sei das Licht oder wir kommen zu nahe hin mit dem Objektiv und dunkeln ab. Oder halt immer das Problem, wenn wir in Naturfotografien gerade so filigrane Sachen, ist der Wind. Der Wind ist wirklich tricky. Da habe ich ja schon mal erzählt, da gibt es Leute, die kaufen im Ikea so
große Milchglasboxen aus Plastik und tun dann das über das Objekt stülpen und dann mit einem Loch durchschneiden, das Objektiv durchstecken, dass es wirklich nicht windet. Das sind dann die ganz extremen Makrofotografen. Finde ich sehr schön, aber das Objektiv ist kein Makro, das ist ein normales. Nein, das ist ganz normales Standardobjektiv. Ja, finde ich sehr schön. Ja. Gefällt mir auch von diesen verschiedenen Schattierungen hier vom Licht, was so durchfällt, wo dann noch so ein Muster gibt und Struktur und so. Very nice. Das ist so ein Bild, das mich so ein bisschen an das fotografische Auge erinnert, wo man einfach die Schönheit am Wegrand wieder sieht. Oder oft laufen wir vorbei und nehmen solche schönen Dinge gar nicht wahr, obwohl sie uns eigentlich vor der Haustüre liegen, sozusagen. Danke, Lenka, für deine Erdbeeren-Bilder oder Erdbeerenbild. Ui, es geht weiter blumig. Wir haben Lavendel und Sonnenblumen in einem lustigen Mix. Von den Farben her, da lassen sich die Experten streiten, Violett, Lila und hinten dann haben wir Gelb-Grün. Und es schaut für mich ein bisschen aus, ohne das zu lesen, nach, ja, ich liege eh falsch, wenn ich sage Toskana, aber Provence ist irgendwie naheliegend, wenn wir mit Lavendel zu tun haben. Jetzt sind wir auf der schönsten Seite, Provence, Lavendel, Sonnenblumenfelder um die Wette blühen. Das ist, glaube ich, von Katharina. Ist das richtig, Katharina? Jawohl, es ist von mir. Genau, erzähl uns ein bisschen zu dem Bild, zu der Entstehungsgeschichte und ich nehme an, das wächst nicht per Zufall, das wird kultiviert, um Duft daraus zu machen, glaube ich, oder Lavendel, habe ich gehört. Genau, ja. Also ich bin jetzt in Frankreich. Ja. Und war in der Haute-Provence und daher habe ich diese Bilder machen können. Mhm. Und es war ein Feld mit Sonnenblumen und mit Lavendel. Und je nach Winkel konnte ich dann, konnte ich beides fotografieren. So hast du eigentlich zweimal Lavendel drauf. Ich nehme an, vorne und hinten ist beides Lavendel, oder? Jawohl, ja. Hm. Hinten ist ein Feld mit Lavendel und nebenan ist auch Sonnenblumen und vorne war auch noch ein Lavendelfeld. Hast du mal probiert, jetzt, mir gefällt, also ich habe nichts gegen das Haus im Hintergrund und den Himmel und alles. Hast du mal das probiert, das Bild so zu schneiden, dass du nichts drauf hast, außer Lavendel und Sonnenblumen? Also wirklich so hier bei der Kante so durchfräst, dass man wirklich nur noch so lila und gelb hat. Könnte ich mir auch noch vorstellen, dass es ein bisschen mehr ins Abstrakte reingeht. Und gerade diese Diagonale im Bild gefällt mir sehr. Ja. Mhm. Und also, das habe ich auch noch. In diesem Fall habe ich das mit dem Haus genommen. Aber ich habe auch noch weitere Bilder, wo nur die Lavendelfelder und Sonnenblumen okay, also sind. Wirklich ganz formatfüllend. Und wenn du, bist du noch dort? Ja, ich bin noch dort, aber ich bin jetzt in der Auvergne. Okay, aber wenn du wieder sowas mit Blumen hast und Felder und Wiesen oder allgemein, im Moment gibt es wieder mal so einen Trend, das ist eigentlich gar nichts Neues, aber es wird ja als neu gehypt. Und zwar, probier mal eine relativ lange Belichtungszeit zu machen und dann während der Belichtungszeit, also 15, 8, Viertelsekunde, und dann während der Belichtungszeit die Kamera zu bewegen. Und zwar nach runter, rauf oder links und rechts und da bekommst du so einen leichten gemalten Effekt von diesen Blumen. Das schaut dann aus wie ein gemaltes Bild. Das war mega schön, also wenn man die richtige Zeit und die richtige Geschwindigkeit von der Bewegung hinbekommt. Das ist im Moment wieder ein Riesentrend, alle reden davon, aber es ist im Prinzip eigentlich ein alter Hut. Es ist eigentlich entstanden, dass ein Fotograf einmal bei Zufall ans Stativ angekommen ist und während der Belichtungszeit dann das Stativ gewackelt hat. Guter Tipp, ja, danke, ich habe das nicht ausprobiert. Ich kann euch das nur empfehlen, weil das schaut dann wirklich wie gemahlen aus, aber es ist halt eine Aufnahme, wie sie aus der Kamera kommen. Gut, Katharina, ich danke dir für dein farbenfrohes Bild. Ist das, ist das deine Wohnung dort hinten? Nein, wäre schön, ja. Nein, es gefällt mir sehr. Es hat so was von einem Gemälde. Es erinnert mich so an einem französischen Maler, wo so ein bisschen da herumstampft im Lavendelfeld oder so. Ja. Sehr schön. Jetzt geht's. Ich hoffe, ihr habt alle Mittag oder Abend gegessen. Was sehe ich? Ich sehe einen See mit einem Steg und im Vordergrund liegt eine Picknickdecke mit verschiedenen Sachen zu picknicken. Mit Marmelade, mit
weiß nicht, was in der Box drin ist, Cornflakes, also immer Getränken, Salz. Also es schaut sehr gemütlich aus. Und das Lustige ist, mit dem iPhone aufgenommen worden. Und sehr Frühstück mit einem Morgenschwung in den Tag hinein, am Wolfgangsee. Das tönt nach Österreich aber. Ich glaube, Nathalie, die das Foto gemacht hat, dürfte heute nicht da sein. Aber ich sage immer, das ist die Schwanenmama. Wenn ihr euch fragt, wer Nathalie ist, ist die mit den Schwanenbildern. Und ich bin mir sicher, dass sie am Wolfgangsee auch Schwäne gefunden hat zum Fotografieren. Und das Einzige, was ich ein bisschen stark ausgeprägt finde, ich weiß nicht, an was das liegt, ist der Blaustich allgemein aus dem Foto. Es ist einfach von allem ein bisschen zu viel Blau dran. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das Cyan ein bisschen wieder reduzieren, dann würde das Blau nicht so stark gesättigt im Vordergrund rausstechen. Wir haben hier eine blaue Decke und dann diese blaue, was das auch immer ist, Schlagrahmen oder so, blaues Wasser und blauer Himmel. Also ich glaube, der weiße Bereich hat da leicht falsch gerechnet. Da kann man ja im iPhone oder im Smartphone selber bereits Bild bearbeiten, sei das mit Snapseed oder mit irgendwie Lightroom Mobile oder so. Aber ich mache die Bearbeitung meistens mit Snapseed. Das ist eine Gratis-App, wo ihr extrem viel Bildbearbeitung machen könnt. Und das ist eigentlich der kleine Bruder, die kleine Schwester von den Nick-Filtern, die ich dann im Photoshop oder Lightroom verwende. Das ist eine recht coole Sache. Ich würde auch... Nein, mich stört es eigentlich nicht. Der Steg ist ein bisschen schräg. Wie kann ich leben? Ich bin sonst immer so der gerade Ausrichten-Fanatiker. Aber es ist eben nicht nur schräg, habe ich das Gefühl, sondern er biegt sich auch noch ein bisschen durch. Und ich glaube, es wird dann noch stärker rauskommen, wenn wir wieder gerade richten, wenn dann das noch mehr wieder so durchhängen vom Gefühl. Gut, Wolfgang See ade. Wir gehen mal. Ah, jetzt wird es richtig urchig. Zu einem Bild mit Servela. Und ich bin gespannt, von Sue ist es, warum die halb durchgeschnitten ist. Also das eine verstehe ich noch, das Aufschneiden, aber das andere ist das eine halbe Portion, weil es nicht für alle reicht, eine ganze, oder ist es eine Kinderportion? Du, erzähl uns mal die Geschichte hinter diesem Servela-Bild und was ist das für ein See im Hintergrund? Also das war auf einer Wanderung um den Klöntaler See. Ja. Und es ist so, dass wir hatten eben drei Servelas dabei und ja, waren zu zweit. Und das war dann, aha, eigentlich die zweite Runde. Okay, das war die zweite Runde. Die so, magst nur halbi so. Genau, die haben wir dann, okay, eben so raufgesteckt und ich fand das dann eigentlich ganz, irgendwie ganz lustig. Ich habe dann so mit dem iPhone rasch mal ein Bild gemacht. Ja, es hat ein bisschen aus wie eine Krone. Ja, genau. Also ja, ich habe gesagt, sieht am aus. Wir haben es auch gesagt, ein bisschen wie eine Krone. Genau. Und was ich spannend finde bei Servela und Bratwürsten, wenn man die isst, eben wenn die Situation stimmt, sei es also irgendwie beim Sternengrill oder beim Wandern, das ist das Beste auf der Welt, wenn man so eine Bratwurst selber grillt, oder? Das ist einfach so ein Geschmackserlebnis, wo man mit nichts anderem vergleichen kann, mit keiner Nouvelle Cuisine oder so. Also ich liebe es, eben auch, wenn wir irgendwo picknicken oder grillen gehen, Bratwurst oder Servela dabei zu haben oder sonst halt am Sternengrill eine Bratwurst holen. Das ist irgendwie so ein Highlight immer, wenn ich in der Nähe bin vom Bellevue. Das war sozusagen die zweite Tour. Und der Stecker war aber dementsprechend lang genug, dass ihr euch nicht verbrannt habt. Oder? Ja, der war sehr lang, ja, ja. Okay, weil das habe ich gemerkt, wenn der zu kurz berechnet ist, dann wird nicht nur die Servela warm. Ja, aber es war wieder mal so richtig Kindheitserinnerung nach irgendwie, ja, gefühlten 50 Jahren mal, ja, wieder eine Wurst so über dem offenen Feuer. Ich rieche sie richtig, so diese Brutzeln und Servela und Schlangenbrot. Ich bringe den Geruch nicht mehr raus für heute Abend. Sehr schön. Danke, Sue, für deinen Beitrag. Jetzt wird es einfach irgendwie strange, weil ich habe dreimal müssen schauen, das sind ja Hawaiianas, glaube ich. Und das sind die Hawaiianas in der, ich weiß nicht, ob das Jamaika oder Brasilien-Version, was auch immer ist. Aber das Coole ist, das ist so groß, dass es kein Hawaiianer sein kann. Und bei genauerem Betrachten sieht man, dass es eine Dusche ist. Und dann wird es spannend, weil dann möchte ich wissen, wo das ist. Aha, ist in Apulien aufgenommen worden, im Salento. Und ich hatte zuerst als erster Verdacht eigentlich Brasilien als Verdacht und dachte da schon an Olli, aber es ist von Joe und erzähl uns mal ein bisschen zu diesem Objekt. Also das ist unten beim Alimini-Strand in Napoli, ja, im schönen Salento. Ja. Und in der Tat, das ist einfach eine Dusche, so wenn man aus dem Meer kommt, kann man da duschen und ich fand diese Sache sehr
lustig und dann habe ich es aufgenommen. Zugegebenerweise ist das Bild 2 Jahre alt und ich dachte mir, das passt sehr gut zum Thema. Es ist unten am Strand im schönen sommerlichen, schöne sommerlichen Atmosphäre bei uns im Süden. That's it. That's it, kurz und bündig. Und das ist nur auf einer Seite eine Dusche, also hier, bei wo die Schnauze ist? Es ist auf beiden Seiten. Hier und auf der Rückseite? Auf der Rückseite auch, ja. Okay, und das Material hier von den Laschen, ist das wirklich, ist das hart oder ist das so gummig? Weil ich stelle mir das Nein, so das ist hart. Ah, okay, das kann man... Hart. Das sieht gummig aus, ja. Aber es ist hartes Material. Ich denke mir... Irgendwas Plastik oder, okay. Oder vielleicht, ja, cool, irgendwas ja. Sowas. Aber hart, ja, es ist ja. Hart. Nein, sehr cool, ja. Ja, Hawaiianer, das gehört in jeden guten Schrank, wenn man baden gehen will. Genau, ja. Sehr cool, danke Joe für deinen Beitrag. Und Aliminit, wo ist das so, in welcher Region etwa? Pulli in Salento, ja, aber was ist in der Nähe, welche Strände? Das ist, also Alimini ist eigentlich ein Strand, das ist eine Ortschaft nördlich von Otranto, vielleicht sagt Otranto, Otranto, okay, Otranto. Ja. Weil ich genau, war, das ist ja, Otranto. Eine Viertelstunde nördlich von Otranto, also wenn man nördlich fährt. Ja. Und es ist eine Straße, die dahin führt. Rechts ist der Strand, also rechts ist das Meer. Und genau, also respektive auf der anderen Seite von der Straße vis-à-vis ist ein künstlicher See. Okay. Die Lagi, sogenannte Lagi Alimini. Ah, die kenne ich. Ist und, es? Ja, Naturschutzgebiet, genau. Sehr schön. Vögel auch, oder? Ja. Velo, oder genau, durchspazieren. Ja. Oder mit dem Boot auf diesen künstlichen See, also mit dem kein Motorboot, sondern man kann Ruderboot. Ja. Genau. Kann man ja diese Ortschaft schön erkunden. Ja, das habe ich mir mal angeschaut zum Besuchen. Wir sind ja regelmäßig dort in der Region, wo mein Vater von dort ist, aber in die Richtung habe ich es noch nie geschafft. Ja, ja es ist wunderschön. Ja. Ja. Kommt auf die Löffelliste in dem Fall. Unbedingt. Danke, Joe, für deine Hawaiianas. Ja. So, jetzt wird es spannend. Weil zuerst dachte ich, es ist sicher im Zürichsee aufgenommen, habe ich den Fisch näher angeschaut und gedacht, nee, das kann kein Zürichseefisch sein, also irgendeine invasive Art. Ich sehe 2 Möwen, die sich streiten um einen Fisch und ich denke mir, dass die Möwe, die den Fisch im Schnabel hält, einfach schlichtweg größer ist und stärker, aber die andere ist dementsprechend genügend frech. Das Bild ist von Daniel. Ich weiß nicht, ob Daniel heute dabei ist. Falls ja, wird er sicher... Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Weil was ich da Wunder nehmen würde, ist Sommerferien, Stress unter Seemöwen. Ja, die haben immer Stress, wenn es ums Futter geht. Das ist ein recht großer, also für eine Möwe ein großer Fisch. Aber einer von der Fischart, denke ich, ist ein Meeresfisch. Was mich eben Wunder genommen hätte, ist... Ah gut, da muss ich nur lesen, dann sieht man es ja. Venezia, Venedig, okay. Und dann sind es irgendwelche Fische, die da in der Lagune herumschwimmen und die werden oder halt am Fischmarkt weggeschmissen werden, weil sie nicht verkauft werden und dann werden sie von den Löwen halt fertig verzehrt. Aber meistens ist es so, dass die Seemöwen einfach rein von der Größe, dass man sieht, dass hier nicht so gut, außer wenn ihr genau auf die Füße schaut, seht ihr, dass die Füße viel größer sind als die von der anderen Möwe und die sind einfach die Sheriff dort. Also die Seemöwen sind einfach von der Größe her und von der Kraft überlegen. Für jeder, der schon mal in Venedig war, ihr wisst, wie gefährlich und frech auch diese Dinger sein können. Also da habe ich schon ganz lustige Abenteuer erlebt mit Seemöwen und Brotfüttern und Touristen und so. Einzige, was ich vielleicht würde mir wünschen, aber selbst ist es von Anfang an im Foto nicht drauf gewesen, wäre also der Rest vom Schwanz von der linken Möwe. Aber ich denke, jetzt, wenn man das als Street-Fotografie abtut, dann kann man darüber hinwegsehen, weil die Spannung geht ja vor allem hier ab. In diesem Dreiecksbeziehung zwischen dem Fisch und den beiden Möwen gibt es wie so ein Dreieck eigentlich. Und mit dem iPhone aufgenommen ist auch noch frech. Also da muss man auch noch relativ tief runter, um solche Aufnahmen zu bekommen. Nahe ran. Ich weiß nicht, ob es noch ein bisschen zugeschnitten worden ist oder so, aber es schaut noch ziemlich scharf aus, sagen wir es mal so.
Ui, das schaut gefährlich aus. Also ich sehe Kitesurfer, glaube ich, ja? Die sind am Strand da unterwegs. Also Mensch, schaut es aus. Ich sehe eigentlich gar nicht, wer da unterwegs ist. Und da glaube ich, muss uns Olli ein bisschen mehr dazu erzählen. Olli, bist du im Haus? Ja, Moment. Wir hören und sehen dich. Ah, super. Ja, ja, genau. Wo war das? Das war in Ivona, das ist am Neuenburger See. Das Neuenburger war See. Am letzten Sonntag. Ja, genau. Die tun Kitesurfen, oder? Sehe ich das richtig? Die tun Kitesurfen, aber das, ich bin Windsurfer, ich bin kein Kitesurfer. Du bist Windsurfer. Aber, ja, es hat trotzdem das bessere Bild gegeben. Du hebst nicht so viel ab wie die Kitesurfer. Nein, nein, nein. Okay, ja. Aber sind das alles Kitesurfer dort am Strand? Ja. Also das schaut ziemlich dicht aus. Genau, was ich eigentlich einfangen wollte, war, ja, weil das so viele schöne Farben waren. Das hat so ausgesehen wie ein Rosengarten, aber ich war einfach, ja, 3 Meter zu klein. Ich konnte das nicht. Ah, da wolltest du von oben all diese fotografieren. Ja. Genau, und dann habe ich halt gedacht, okay, da hat einer gestartet, diese grüne da links oben. Okay. Dann habe ich dieses Foto gemacht. Ja, aber genau. Das heißt, du gehst dort nur hin an diesen Strand, um Kitesurfen. Du gehst nicht normal baden. Ja, da kann man schon baden, aber das ist vielleicht nicht so ungefährlich. Es ist auch gerade in der Flucht da vom Strand, da hinten, ja, dran ist ein großer, ja, Campingplatz. Also da gibt es auch normale Gäste. Okay. Nein, nein, sieht ein bisschen wild aus, aber es ist einfach der längste natürliche Sandstrand der Schweiz. Okay, und dementsprechend ein Eldorado für alle Arten von Surfen. Ja, es ist für alle Badetouristen, es ist wirklich wunderschön. Okay, und wo ist das in der französischen Schweiz, habe ich es richtig verstanden? Ja, am Neuenburger See zwischen Estavayer und Yverdon. Okay, tönt spannend und schön, ja, dort, ja. Wenn, genau, wenn ich nur die Sprache beherrschen würde, dann würde ich öfters dort sein. Viele Deutschschweizer. Schon, ja. Aber die Leute, die dort leben, sprechen einfach nur Französisch, habe ich das Gefühl. Die können kein Deutsch sprechen. Ja, die lassen dich hängen, wenn du nicht Französisch sprichst. Das ist so, ja. Ja. Sehr cool, ja. Auch in dieser Flucht. Was ich spannend finde, ich sehe den Drachen, aber ich sehe wirklich nicht genau, wo. Also klar, ich kann mir vorstellen, dass der irgendwo da hingeht, aber ich nehme an, der ist genau gerade am Starten. Der Schwarze, der da steht, der ist hier. Okay. Ja, genau. Also der ist jetzt dann bald auf dem Wasser und zack und weg. Genau. Okay. Genau. Also da hat es ordentlich Wind. Genau, hat schönen Wind gehabt am Sonntag. Ja, cool. Ist das immer der Wind oder musst du Glück haben? Nein, das ist bei Biese. Also ja. Biesen da sind gut zum Surfen dort und auch Westwind. Genau. Okay, also das kannst du schon vorausplanen, wenn sie Wind haben. Ja, das sieht man, die Biese sieht man gut kommen nach der Westwind. Sieht okay. Man, das sieht man relativ weit voraus. Cool. Nice. Danke, Olli, für deinen Beitrag in der Action-Fotografie. Ich habe das Bild angeschaut und mir überlegt, okay, was hat das mit Sommer zu tun? Und da müssen wir in den Sinn kommen, das hat so viel mit Sommer zu tun, das ist das Sommerüberbild eigentlich. Aber ich möchte da gar noch viel zu verraten. Ich glaube nämlich, Martin sollte irgendwo in der Leitung sein. Falls ja. Ja. Ja, ja, genau. Martin, warum hast du dieses Bild für das Thema Sommer genommen? Bin mir gespannt, ob wir vom Gleichen ausgehen. Also wenn man Sommer an Sommer denkt, denkt man an Ferien, man denkt an schönes Wetter, man denkt an Natur, an Reisen. Und ich wollte gerade das Gegenteil aufnehmen. Gut, dann haben wir das Gleiche gedacht. Und am Morgen hatte ich, also ich kam am Wochenende unter Stress, weil ich kein Bild hatte. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann ich am Montag etwas Zufälliges aufnehmen. Und Montagmorgen im Büro lese ich den Riesenstau, das war dann über den Mittag, lese ich über den Riesenstau, das er gegeben ist, wegen dieser Baustelle. Und dann dachte ich, das ist doch genau das, was ich dieser suchte. Ah, es ist dieser Tunnelstau aus der Umbauen Richtung Flughafen, den meinst du, oder welchen? Nein, nein, also das ist in Aarau selber. In Aarau selber, auch, es gibt überall Stau in der ganzen Schweiz. Okay. Ja, überall, ja. Es ist auch eben die Hochsaison für Baustellen. Ich habe das Gefühl, im Sommer, in den Sommerferien, da wird richtig gebaut, was das Zeug hält. Ja, das ist so. Und dann am Abend nach der Arbeit dachte ich,
gut, jetzt gehe ich diese Baustelle fotografieren und suche immer wieder den besten Blickwinkel. Und dann, als ich ein paar Fotos gemacht hatte, dachte ich, ja, das wird sehr wahrscheinlich nichts. Und ganz am Schluss, das ist nämlich das letzte Foto, das ich aufgenommen hatte, schaute ich Richtung Überführung, also dort, wo der Zug fährt. Und es kam gerade ein Biker. Und dann dachte ich, das ist der Moment. Hoffentlich gelingt es mir, weil der Zug, der fuhr ganz langsam in den Bahnhof hinein. Ja. Und da ich erwischte gerade den Moment und dann dachte ich, so, es hat sich gelohnt. So, beim letzten Foto, das freut mich noch. Weil das ist genau das, was das Foto ausmacht. Ja. Du hast die Bühne, also das Foto wäre nett gewesen ohne Zug und ohne Bike, weil es zeigt für mich einfach so, ich würde, glaube ich, nie mehr nach Hause kommen, wenn ich in diesem Ort wieder stehe mit dem Auto, weil ich wüsste gar nicht, wo durchfahren. Und das Zweite ist eben diese Bühne, die du hast. Und dann halt dieses Beharrlichsein und Warten, jetzt kommt noch ein Biker und der Zug fährt. Also sind ja auch noch ein Element, der Zug, der fährt ja auch noch drauf. Und im Prinzip zeige ich mir das Bild kurz zusammengefasst. Fahr in den Sommerferien am besten nicht mit dem Auto, sondern nimm den Zug oder dein Fahrrad. Dann kommst du vorwärts. Und das hast du ja auch in deinem Text geschrieben, oder mit dem, es gibt aber Alternativen. Ja. Ja. Da habe ich das Gefühl, man kommt schneller vorwärts mit dem Fahrrad als mit dem Auto bei gewissen Stausituationen. Aber bei uns ist eben auch so das Problem, ich glaube so Richtung Flughafen mit dem Tunnel, dass das ewig Rückstau gibt. Und das ist, glaube ich, überall ein bisschen das Problem. Ja. Cooles Bild. Also hast du doch noch können beruhigt schlafen gehen und das Bild uploaden. Und sehr gut, das freut mich. Danke. Danke dir, Martin. So, jetzt haben wir eine andere Version von Strandfeeling. Das ist von der Gabriele. Wir sehen Sommer oder mindestens sind die vorbereitet für den Sommer. Aber was fehlt, sind mal die Gäste. Ich habe so ein Schirm, glaube ich, offen ist hier vorne. Die Frage ist, nur ein Schirm offen, weil Corona-bedingt es nur so wenig Gäste hat? Oder ist es einfach, weil es früh am Morgen ist oder spät am Abend? Und da kann uns sicher unser iPhone von Gabriele oder sich Gabriele hinter dem iPhone weiterhelfen. Genau. Also ich gebe zu, das ist kein aktuelles Bild, das habe ich schon ziemlich genau vor einem Jahr gemacht. Das habe ich ziemlich genau vor einem Jahr gemacht. Das war furchtbar heiß, aber das war schon relativ spät, deshalb sind die Schirme auch alle schon zu. Das war im Prinzip schon, die sind die meisten nach Hause gegangen wieder, okay? Genau, und vorne die Reihe, man sieht es in dem Kleinen leider nicht so gut, die waren noch so ganz schön angestrahlt, die haben es ganz schön reflektiert von der Sonne. Sonne so sieht man hier noch, Genau. Was ich mich frage, ist, was das ist. Ist es irgendeine Markierung, dass ich so weit rausschwimmen soll hier? Da ist so eine Boje, genau. Okay, so ein bisschen so Sicherheitsboje. Genau. Aha. Und ja, das ist alles so auch privatisiert, dass es so Abschnitte gibt, wo man bezahlt pro Tag für die Liegestühle. Okay. Genau. Ja. Okay. Ja. Dann ist es ähnlich auch in Italien. Das kommt immer mehr. Ja. Dass die, also im Prinzip der Strand ist ja, glaube ich, öffentlich, aber das Zeug ist nachher privat drauf. Ja. Also es gibt so Abschnitte zwischendurch, wo die öffentlich sind, wo du dann halt deine Sachen selber mitbringst. Genau. Aber ganz viele Abschnitte, die so sind mit roten, gestreiften oder in dem Fall weißen. Und wenn du das Bild jetzt wieder anschaust, nach knapp einem Jahr, was kommen da für Gefühle auf, was dann Sommerferien anbetrifft? Hitze, Sommer, Aperol Spritz wahrscheinlich kommt mir in den Sinn. Und ja, ein bisschen Wehmut, weil dieses Jahr halt alles anders ist. Eben, gilt es, also das Wehmut schwingt schon noch mit, wenn man so auf jeden Fall, sagt. Wir können überlegen, von der Horizontaufteilung ist irgendwie nicht in der Mitte, aber auch nicht ein Drittel. Auch nicht im goldenen Schnitt, aber so nicht, dass es mich groß stört, aber irgendwie. Da ist ja vorne am unteren Rand ist ja noch so ein bisschen, das ist so ein Dach irgendwie. Blechdach, und ohne das Dach hat es mir irgendwie nicht gefallen, war das ein bisschen langweilig, aber deshalb ist halt der Horizont nicht in der Mitte und nicht im Drittel. Ja, aber es ist aber eh noch. Da der sich eh so ein bisschen verliert und nicht so eine ganz scharfe Kante ist, weil er gerade genau, so ein bisschen du weißt eigentlich Dunst gar nicht genau, aufgezogen ist. Ja, ich finde, es stört mich nicht. Also es fällt mir auf, dass der Himmel hat eher größeren Anteil. Da kann man jetzt großzügig sagen, die ist vielleicht so knapp 2/3. Und ich denke, das mit dem Dach ist ein wichtiger Faktor, weil dir sonst die Tiefenwirkung gefehlt hätte im ganzen Bild und halt einfach sonst das typische Strandbild gewesen wäre. Genau. Und von der Zeit her sagst du so spät, also das ist so was, 6, 7 oder so?
Genau, so in dem Dreh um die 7 rum wahrscheinlich. Okay, ja. Das heißt, das sind die meisten, oder die sie liegen bezahlt haben, sind schon wieder auf dem Weg nach Hause gewesen oder genau. Oder sitzen unter dem Blechdach oder vor dem Blechdach in der Bar. Ah, in der Bar, okay. Beim Spritz-Aperol. Genau. Sehr gut, sehr gut. Danke, Gabriele, für deinen Beitrag. So kann man Ferien wenigstens genießen von zu Hause aus. Genau. Wenn man das so anschaut. So, was haben wir da? Wir haben ein Kind, das in einen Fluss springt. Das schaut so ein bisschen aus wie die Limmat, aber keine Ahnung, wo das ist. Und was ich spannend finde, ist genau dieser Flug, so, wo alles im Prinzip so angespannt ist. Und es schaut für mich aus, ob es kurz nach dem Absprung aufgenommen worden ist. Das ist von Isabel, aber sie kann uns sagen, wo dieser Fluss sich befindet und ob das Kind auch wieder heil rausgekommen ist. Isabel. Ja, hallo. Hallo zusammen. Hallo zusammen, genau. das ist an der Wertinsel. Okay, also ist doch die Limmat, ja? Ja, die Verlängerung, ne? Genau, ja. Genau. Und für mich hat das eben halt auch wirklich so Sommer und Sommerfeeling ausgestrahlt. Und auch, dass man nicht zwingend immer verreisen muss. Mhm. Alles ist vor der Tür. Ja, und dann Badespaß und im Rahmen eben, der Rahmen ist noch mit der Natur eingebunden. Mhm. Und ja, und dann natürlich der Klassiker, ne? Kinder springen entweder von der Mauer oder vom Beckenrand. Genau. Und, das waren viele, sind die so angestanden und das war so richtig so ein rauf und runter auf dieser Mauer, nehme ich an. Ja, genau, genau. Also ich hatte zum Glück, er war sozusagen der Letzte, der gesprungen ist. Ja. Demzufolge hatte ich das ganze Gewehr war vorne nicht drauf und konnte mich dann auf ihn konzentrieren. Und wir haben dieses aufgenommen, die Kinder haben das lustig gefunden, dass du fotografierst und haben gesagt, jetzt musst du fotografieren, jetzt springe ich rein und so. War es dann relativ egal? Ja, es war egal. Einige waren schüchtern und einige waren okay. Natürlich, hey, fotografiere mich, aber das war ja nicht mein Sinn. Ja. Genau, ja. Das ist so das, was ich schön fand und widerspiegeln wollte mit dem Sommer. Sommer zu Hause sozusagen. Ja. Genau. Hm. Sehr cool. Und auch hier habe ich in der Tat mit dem iPhone aufgenommen. Das mit dem iPhone, ja. Genau. Sachen gibt's, ne? Ja. Aber ich sage immer lieber mit dem iPhone als gar kein Foto machen, weil man dann zu langsam ist mit der normalen Kamera oder sie nicht dabei hat oder so. Genau, genau. Ja, cool. Mhm. Sehr gut. Hast du dann das Bild geschickt dem Jungen? Also die haben nicht danach gefragt. Oder sind sie doch nein, nein, er ist ja dann reingesprungen und dadurch, dass ich nun ihn auch von hinten fotografiert habe, war das dann nicht mehr so. Ja, ist voll easy, genau. Da kennt man ihn jemand. Und cool. Das ist ja am Ende auch wichtig, dass das Gesicht nicht zu sehen ist dann, ne? Ja. Zumindest bei Minderjährigen. Ja, also im Prinzip eigentlich allgemein, bei Kindern ist ja nämlich noch mehr unter Schutz. Mhm, aber genau. Grundsätzlich, also auch bei Erwachsenen, wenn du ihn nicht erkennst, ist das eigentlich unproblematisch. Genau. Gut, super, ich danke dir, Isabel, für deinen spritzigen Beitrag vom Spritz-Aperol zum Wasserspritzer. Genau. Oh, das schaut noch Bonanza-mäßig aus. Wir sehen einen Reittrupp durch den Wald reiten, mit passender Schutzausrüstung, natürlich schön angezogen, Helme und alles. Was ich spannend finde, ist, wir haben diese Tiefenwirkung. Wir haben, ich gehe da mal davon aus, wenn Nazmi das Foto gemacht hat, dass der Pferdekopf unten links das Pferd von Nazmi ist. Und das gibt die Spannung rein. Wir haben auch wieder diesen Weg, diese Diagonale, die uns von unten links nach oben rechts zieht. Und wir haben bewusst, denke ich mir, einen Teil vom Pferd, wo man selber drauf sitzt, noch mitgenommen. Dann einmal das zweite Pferd in der Reihe, wer das nachher ist, und vorne nochmal ein drittes Pferd. Und die scheinen hier dem Sonnenuntergang entgegenzureiten. Da würde mich vor allem noch ein bisschen die Hintergrundgeschichten sind, vor allem in dem Sinn, weil das ja alles mal angefangen hat mit einer Springreitenserie von Nazmi, die er fotografiert hat. Ist dann daraus Pferdeliebe entstanden? Also hast du jetzt Reiten als Hobby entdeckt, Nazmi? Ja, genau so. Genau. Nein, Erik, habe etwas für mich so wollte trainieren. Ja. Das waren Reiten. Ich muss so den richtigen Moment fotografieren. Mhm. Ich hatte auch Kamera dabei, aber ich habe immer versucht mit iPhone fotografieren. Ja. Ich dachte, ich muss mich nicht so beschäftigen mit
Mit Zeitblende. Scharf, so. Ja. Und hyperfokale Distanz. Das war für mich eine Übung, dass ich... Okay. Aber das, der Pferdekopf unten links, das ist der Kopf von deinem Pferd, wo du drauf sitzt? Ja. Okay. Und war das dein erster Reiterflug oder bist du vorher schon mal geritten? Nein, schon mal. Schon mal, okay. Das heißt, du warst nicht das erste Mal auf dem Pferd, weil ich denke jetzt gerade so an Pferdebewegung und Kamerahalt und so, das muss ja nicht immer so einfach sein, oder? Man muss ja auch so ein bisschen noch eine ruhige Hand haben und irgendwie das Pferd auch noch handeln können, oder? Kann ich mir vorstellen. Das ja. war noch eine Challenge, ja. Ja. Reiten macht glücklich. Und das Pferd war lieb zu dir? Ja, gut, das weil ich, Pferd, er läuft sehr langsam. Okay, das ist beruhigend. Ich hatte mal ein Pferdeshooting vor einiger Zeit und da war das Pferd so ein bisschen am Anschlag. Und die sind für mich immer so unkontrollierbar, weil ich nie weiß, was die denken, wenn ich so in die Augen schaue von den Pferden. Cool. Und das war wo? Von der Region her? Es schaut mir sehr urchig und abgelegen aus. Hamedan, Graubünden. Hamedan. Ja. Graubünden, ja. Es schaut mir sehr noch wirklich naturverbunden aus. Da war es schwierig, immer, dass die Pferde immer waren hintereinander. Man konnte nicht drei so ein Bild haben. Aha, von der Komposition her. Ja. Richtige Kurve, und die Kurve dauern nicht so lange. Ja, hat alles gestimmt. Ich wollte üben, dass ich irgendwie. Ja, also das ist sehr gut gelungen. Fotografieren. Ja, also ich finde diese Dreiecksbeziehung auch hier wieder, also sprich diese, nicht Dreiecksbeziehung, es ist im Prinzip so, wenn man ein Pferd sieht, ist es ein Pferd, wo läuft. Wenn man zwei Pferde sind, gibt es schon eine kleine leichte Verbindung. Bei drei Pferden oder drei Punkten habe ich automatisch unweigerlich die Verbindung hier von diesem einen Pferd zum anderen, zum vorderen und denke mir ein bisschen, wo läuft dieses dritte Pferd eigentlich hin, oder? Ihr könnt das mit Pferden, aber auch mit Punkten machen. Ein Stein auf dem Foto ist einfach ein Stein, zwei Steine sind zwei Steine nebeneinander und sobald drei, vier Steine sind, folgt man eigentlich automatisch eine Linie im Bild als Betrachter. Man verfolgt diese Steine. Vielen Dank, Nazmi. Oh, jetzt wird es kreativ. Also, ich sehe, ich kann mir schon vorstellen, von wem das Bild sein könnte. Sie smilet schon. Ich sehe eine Landkarte und ich sehe eine Rucksacktouristin mit riesigem Gepäck, da unterwegs ist nach Richtung Irland oder so. Sie kommt gerade so vom Meer her. Was ich spannend finde, ist der ganze Schärfenverlauf. Die Figur ist scharf. Wichtige Teile der Karte sind auch scharf. So ein Teil von Frankreich, aber auch ein Teil von London kann man das noch knapp erkennen. Und sie reist in Gedanken, genau, und bleibt auf dem Balkon in luftiger Höhe. Ah, sie schreibt noch was von drei Fotos. Danke, dass ich das noch lese. Also da ist sie auf dem Balkon am Reisen und oh, da sitzt sie in der Blume drin und liest ein Buch. Also ihr seht, wie viel man mit so einfachen Eisenbahnfiguren machen kann. Erzählen Sie ein bisschen die Geschichte hinter diesem Projekt, Sonja. Hat ja mit dem Schlumpf begonnen. Wie? Hat ja mit dem Schlumpf begonnen, nehme ich an. Ja, 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 ganz genau. Ja. Ganz genau. Aber diese Figur, die gefällt mir, diese Reisende, und sie reist überall hin. Der ganzen Welt reist sie, ja? Ja, ganz genau. Und ich habe eine riesengroße Weltkarte, die ich dann irgendwann mal an die Wand hänge. Und ich habe überall einen Platz gesucht, wo es gut aussieht für diese Figur. Das war noch richtig schwierig, weil es hatte so viele Seewege und... Aha, dass es nicht stört, diese Markierungen. Auch nicht, ja, weil du siehst du sie nicht, weil sie so klein ist. Mhm. Und ja, und dann wollte ich sie noch irgendwo auf dem Balkon mit den Blumen, weil die sind so schön nahe. Das ging ganz gut. Das heißt, du hast auch mit dieser Landkarte, mit dieser Figur, wo du reist, hast du dann mehrere Aufnahmen gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ganz genau. Vor Afrika war sie noch, in Schweden und überall. In Schweden war sie auch, okay. Ja. Hat sie wenigstens was mitgebracht? Nein, leider nicht. Nicht, okay. Nein. Ja, finde ich eine coole Idee. Und ich meine, wir reden da von Zentimetern oder von der Größe von der Figur. Ich habe sie hier. Warte okay, mal. Winzig auf jeden Fall. Ja, wo ist meine Kamera? Sie sind sehr, sehr klein. Kannst du sie nochmal zeigen? Ja, warte, sie sind... Ja, die sind wirklich sehr, sehr klein, ja. Also so groß wie ein Fingernagel etwa, oder? Ja. Das ist cool. Ja, da kann man wirklich ganz verrückte Projekte damit realisieren. Ja, man sieht nicht. Ja. Die sind sehr klein. Super. Vielen Dank für deinen Beitrag, Sonja. Reisen. Danke. Mindestens in den Gedanken sind wir am Reisen im Moment.
So, jetzt kommt das Erfrischendes. Wir haben zum Sommer gehört Glasse. Ja. Jetzt ist es so ein Rätselraten, wer verspricht sich? Ich glaube, es könnte die Tochter sein von Sonja, so jetzt von Nili Now. Aber ja, sie nickt. Ja. Also, zum Sommer gehört Glasse. Jetzt ist das für mich in einer lustigen Form drin, weil das schaut so tief unten aus. Und es schaut so aus wie mit Crispy und noch irgendwelchem blauen Streusel. Es schaut so aus wie ein Long Drink. Aber Eileen, erzähl uns ein bisschen zu diesem Glasse-Bild. Wie so ein Schweizer so schön sagen, das Glasse. Also, ich habe halt unten, eigentlich wollte ich schöne Kugeln machen, weil ich ein Vanilleglasse, aber ich war nicht so gut in dem. Und bis du fertig warst, sind die Kugeln geschmolzen, nehme ich an, oder? Ja, ja, sie war ziemlich, es war nicht mehr viel Glasse. Und dann habe ich halt einfach noch so Streusel darüber getan und auch so kleine Schokokügelchen. Okay. Und was sind das in der Mitte? Sind das Marshmallows oder irgendwie so? Ja, das sind so kleine Marshmallows. Oh. Und ein kleiner Tipp, man kann es nachher nicht mehr essen, aber es schaut sehr gut aus wie Glasse. Die meisten Fotografen, wenn sie Glasse wollen fotografieren, ist mal auch ein Problem vom Wegschmelzen. Dann nehmen sie Kartoffelstock und färben den einfach verschieden ein. Und das schaut dann aus wie Glasse auf dem Foto. Also wenn du es mit Lebensmittelfarbe machst, kannst du es nachher auch essen, aber ich weiß nicht, ob dir grüner oder roter Kartoffelstock schmeckt. Dann hast du das Problem nicht mehr so vom Wegschmelzen. Ja. Und das ist Vanilleglasse? Ja, also es ist so... Das war's. Ja, also es ist so Cookie Dough und... Ah, von... Ja, Cookie Dough von Ben & Jerry. Ja. Ja. Ja, dann... Du hast Geschmack, junge Dame. Cookie Dough und das neue Netflix-Eis ist aus Netflix-Glothe, muss man ja sagen. Ist auch ganz lecker von Ben & Jerry. Cool. Es schaut auf den ersten Blick mehr aus wie ein Drink als wie ein Glasse, weil ich natürlich durch die Perspektive nicht wirklich die Kugelform vom Eis sehe, aber du schreibst ja dann noch nett dazu. Und wenn man genau schaut, kann man sich mit einiger Fantasie vorstellen, dass sich in diesem Glas oder Bowle, was auch immer ist, ein Glasse befindet. Danke dir, Eileen, für deinen eiskalten Beitrag. Dann haben wir eine Sonnenblume. Das verbinden wir auch mit Sonne. Sommer, Sonne, Sonnenschein und Sonnenblume. Und die bewegt sich ja Richtung Sonne, die Blume oft. Also die passt sich so ein bisschen an, wo die Sonne her scheint. Fröhlichkeit, Wärme, Zuversicht. Nicht von ungefähr war die, nachher kann ich nicht mehr weiterlesen. War die was, Asja? Ich bin unschuldig. Okay, also mir. Joe, ist von Joe? Von Joe, okay. Von mir, ja. Okay, ist der Text noch nicht fertig oder lese ich einfach nicht mehr, weil ich zu blöd bin zum Weiterdrücken? Ah ja, ich muss einfach weiter scrollen. Okay. Genau. Ui, das ist ein halber Roman. Okay, muss ich mal in Ruhe lesen. Ja, ja, genau. Okay. Aber es ging mehr darum, Sonnenblume, ja. Fröhlichen Sommer, schönen Sommer. Ja. Sinnbild von Sonnenblume. Sehr cool. Also, und vom Licht her finde ich es speziell, weil es ist so nicht so ein typisches, ich mache mal ein Blumenfotobild, sondern das Licht ist sehr subtil gebrochen. Hat das mit der Sonne zu tun, wo sie herkommt? Oder hast du ins Gegenlicht rein fotografiert? Oder wie ist diese feine, fast schon verträumte Lichtstimmung entstanden? Das ist wirklich die Sonne, wo so kommt. Die kommt von rechts oben. Also von rechts. Die warum, glaube ich, um 8 Uhr abends. Eben, es war schon sehr spät. Hä? Ja, ja, genau. Und die kam von rechts. Mhm. Und das Bild wurde über Blende 2.8 gemacht. Also ganz und offen, ein 80stel noch. Ja. Also mit dem Makro-Objektiv und Canon. Und ja, was ich so schön genau diese Stimmung, diese Lichtstimmung. Boah, das Bild widerspiegelt. Ich finde das so schön, das hat diese Streifen im Hintergrund, das schaut alles so aus, so ganz weich, wie gemahlen so. Und dann hat die Sonne, die noch reinscheint in die Sonnenblume, es noch Licht und Schatten gibt von den verschiedenen einzelnen Blättern. Finde ich sehr schön gesehen, auch um die Zeit, wo man normalerweise nicht klassischerweise Sonnenblumen würde fotografieren. Und auch das bewusste Nichtzeigen der Sonnenblume, so wie man es gewohnt ist oder eigentlich erwartet, sondern es genügt mal, oder es ist mal spannender, eine Sonnenblume von einer anderen Seite zu zeigen. Und auch hier wieder. Ja? Von vorne und von hinten. Ja. Diese seitliche, genau wegen dem Licht.
Genau, wegen dem Lichteinfall, auch hier durch die Blätter durch. Man sieht ja wirklich so die einzelnen, wirklich so ganz dünnen Stränge in der Sonnenblumenblatt drin, wo das Wasser noch zirkuliert drin. Sehr schön gesehen, also wirklich, bei vielen Bildern finde ich, die finden am Wegrand statt. Man muss gar nicht weit, nicht wie weit fern reisen. Man sieht viele schöne Motive auch vor der Haustüre. Ich glaube, das ist schon das letzte Bild, meinte ich. Oder ist noch jemand? Ja, genau. Sehr schön. Und ja, ich stehe mal zurück, Screensharing. So, jetzt sind wir wieder 1:1 da. Ich gehe ganz kurz in Chat rein. Habt ihr von eurer Seite aus noch Fragen? Im Chat ist Roberta Sonnenblumen mal erwähnt. Es gibt Van Gogh, genau, zum Beispiel. Da gibt es viele so, genau, danke, Peter, für den Tipp. Mir ist genau der in Sinn gekommen, aber ich habe irgendwie einen Blackout gehabt, wenn ich meinte. Also, habt ihr von eurer Seite aus noch Fragen? So gerade spontan. Scheint nicht der Fall zu sein. Also, ich habe, jetzt muss ich noch richtig schreiben, hä? Das wisst ihr nicht, was ich will. Also, das Wochenthema für nächste Woche ist mein Lieblingsort. Also jetzt schon am Lachen zusammen mit Joe. Das kann überall sein und nirgends. Hä? Jeder hat so seinen eigenen persönlichen Lieblingsort. Und ja, ich habe vor, dass das Project 52 auch über die Sommerferien weiterläuft. Mal schauen, wie viele Leute da aktiv mitmachen. Ich bin mal Ende Juli kurz im Ausland, aber wir sollten dort eigentlich auch Internetempfang haben. Aber worst case ist es ja eh so, dass wir in der Phase sind vom zweiten Teil vom Project 52, von diesen vier Teilen. Und zwar, wo ich den letzten Project 52 Live-Talk eigentlich die Moderation dann abgebe, wo ihr euch könnt. Ihr könnt euch ja sowieso selber einloggen. Also die Konferenz läuft auch ohne mich, glaube ich, oder? Also wenn ich jetzt nicht mich würde einklinken oder muss ich irgendwie aktivieren, dass es läuft. Also ihr habt euch schon vorher gesehen, bevor ich mich eingelinkt habe heute. Ja, Peter nickt, oder? Und überlegt euch, wenn ihr möchtet, die Moderatorenrolle übernehmen für Ende Juli. Das wäre einfach so, dass man ein bisschen durch das Projekt führt. Also ihr müsst nicht groß Feedback geben, sondern es wäre dann so, dass die Leute selber ihr Bild beschreiben, dass es sich dann eigentlich immer mehr verselbstständigt, das Ganze. Eileen, schließt dich auch noch ins Bild. So. Könnt auch noch drauf. Schweizer Fernsehen. Ja. Fragen? Falls nicht... Mein Lieblingsort ist das Thema für nächste Woche. Ich mache nachher noch ein Screen, also ein Instagram-Foto. Und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Für die, die weg dürfen, wünsche ich schöne Sommerferien. Für die, die zu Hause bleiben, wünsche ich auch schöne Sommerferien. Und wir sehen uns in einer Woche wieder. Kommt gut nach Hause und gut Licht. Gute Woche. Ciao zusammen. Dankeschön. Schönen Abend. Tschüssi. Ciao zusammen. Vielen Dank. Bitte schön. Ciao. Roberto, ich hätte.